Jausen, heute bekommst du von mir 4 Instagram-Hacks, Tipps, Tricks, Shortcuts, nenn es wie du willst, die du vorher noch nicht wusstest. Nach dem Intro. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Der erste Hack dreht sich um Instagram Direct Messages. Du kannst nämlich Sprachnachrichten versenden, ohne überhaupt einen Knopf drücken zu müssen. Da gibt es einen kleinen Trick. Ich öffne jetzt mal mein Instagram, gehe rein in meine Private Nachrichten, Direct, oh Gott, Alter, in die PMs halt. Und jetzt suche ich mir einfach mal random einen Chat aus, nehme jetzt hier den Chat mit Jesse. Und was ich jetzt mache, ich drücke einfach mal in dieses Nachrichtschreiben-Fenster rein und dann nehme ich mein Handy, halte es ans Ohr und quatsch mal was. Ey, oh, Jesse. Test, Test. Ich nehme hier eine Sprachnotiz auf. Boom! Hat er eine Sprachnotiz aufgenommen, die ich direkt an Jesse senden kann. Warte, ich mache hier mal einen Screenshot, weil meine Bildschirmaufnahme nicht funktioniert, während ich das aufnehme. Dann könnt ihr das mal sehen und zack, schickt das Ganze an Jesse. Boom, nochmal ein Screenshot, damit du mir auch glaubst, Beweis ist da. Probier's doch einfach mal aus bei dir. Einfach in die Privatnachrichten reingehen, ins Textfeld klicken, Handy ans Ohr und dann loslabern. Im nächsten Hack geht's darum, herauszufinden, mit welchen Inhalten du die meisten Followerinnen und Follower machst. Einfach mal auf Insights drücken an der Stelle. Dann gehe ich jetzt in meine Inhalte rein, die ich geteilt habe. Und jetzt habe ich oben die Möglichkeit einzustellen, dass ich die Reihenfolge der Beiträge sehen möchte, je nachdem, wie viele Follower ich bekommen habe. Und dafür kannst du hier bei den Kennzahlen ein bisschen nach unten scrollen und wirst irgendwo neue Abonnenten finden. Und wenn du hier drauf drückst, werden deine Inhalte sortiert, je nachdem, wie viele Abonnenten sie dir gebracht haben. Das soll jetzt nicht heißen, dass du diese Inhalte genauso nochmal spielst und genauso viele Abonnenten bekommst, aber du kannst dir ein Bild davon machen, welche Inhalte dir am meisten bringen, wenn dein Ziel ist, Abonnenten zu gewinnen. Eine weitere Funktion, die du mal nutzen solltest, um einfach mal reinzugucken, was bei dir so geht, ist die Daten-Herunterladen-Funktion. Nutzt kaum jemand, aber spannende Insights. Du kannst da zum Beispiel herausfinden, wann du die erste Story deines Lebens gemacht hast. Jesse, wann war deine erste Story? Im November 2017. Oh, krass. Ich zeig dir jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Bildschirmaufnahme wird gestartet. Du gehst straight auf dein Profil, dann in die Einstellungen, dann gehst du auf Sicherheit und hier gibt es einen Button, der heißt Daten herunterladen. Und wenn du da drauf drückst, kannst du einen Download anfordern. Innerhalb von 48 Stunden solltest du dann eigentlich einen Download-Link bekommen, der für 4 Tage haltbar ist und kannst dann deine Daten runterziehen und mal reingucken, was du denn so eigentlich alles auf Instagram angestellt hast. Und beim letzten Hack, den ich dir heute zeigen möchte, geht es wieder um die Privatnachrichten und du kennst ja vielleicht die sogenannten Schnellantworten und du kannst aber auch einen anderen Weg gehen, um diese Antworten quasi zu speichern. Ich zeige dir jetzt, wie das Ganze geht. Ich bin im Chat drin mit meiner Jessie und schreibe jetzt einfach mal Testo, Testo hier rein. Und jetzt drücke ich einfach mal länger auf diese Nachricht drauf und dann gehe ich auf Speichern und jetzt öffnet sich das Menü für die vorgespeicherten Antworten und ich kann daraus dann eine Schnellantwort machen. Ich kann hier quasi ein Kürzel reinmachen, Kürzel 1 zum Beispiel. Na, warte, habe ich schon mal genutzt. Kürzel 11. Und wenn ich jetzt auf Speichern gehe und später irgendwann mal Jessie wieder Testo, Testo schicken möchte, weil es ja so wichtig ist und so aussagekräftig und so inhaltsgeladen, dann gehe ich da einfach rein in das Chatfenster, drück 1-1, du siehst rechts, öffnet sich diese Bubble für die Schnellantworten, wenn ich hier drauf drücke, kommt wieder Testo, Testo und ich sende es ab. Wenn dir das Video gefallen hat, lässt du einen Daumen nach oben da, abonnierst den Kanal, es gibt jede Woche ein Video kostenlos und wenn du mehr Social Media Tipps und Tricks hören möchtest, dann komm rein in die Dan Gang, mein Patreon Account, Link dazu unten in der Beschreibung, für 9er bist du dabei. Für 9er bist du... Na gut, fertig für heute.